Die reformierte Kirche in drei Wörtern. Frisch, beim Volk, für immer. Ich finde die reformierte Kirche wichtig, weil es ist ein Haus, es ist eine Gemeinschaft, wo man zusammenkommen kann, vor allem in diesen dunklen Zeiten wie jetzt. Und es gibt einen Halt, eine Orientierung. Mit meiner Lichtkunst gibt es eine Verbindung zu der reformierten Kirche, sprich zum Glauben. Licht ist Hoffnung. Und ich habe noch etwas angetan, Farbe ist Lebensfreude. Und wenn man das vermitteln kann, wir haben alle Licht in uns, wir sind aus Licht entstanden. Und Licht ist die einzig sichtbare Energie. Und das vermittle ich und darum passt das. In meinem Alltag ist die reformierte Kirche präsent, indem ich zum Beispiel, wenn die Sonne in ein Blatt scheint am Baum, dass ich das sehe. Sie ist präsent, weil ich dankbar bin für alles, was ich da erlebe. Sie ist aber auch präsent, wenn mir nichts passiert. Das Leben nicht verlieren oder eine Krankheit oder einen Unfall. Ich bin viel unterwegs rund um den Globus. Und sie ist auch präsent, wenn ich ins Bett gehe und am Morgen aufstehe und Danke sage für einen neuen Tag. Von der reformierten Kirche wünsche ich mir, dass sie noch mehr proaktiver geht, sich noch mehr an den Zeitgeist auch von den Menschen sich und von der Gesellschaft nur ein bisschen anpasst und ihnen noch viel mehr auf eine gute Art vermitteln kann, kommen zu uns. Wir müssen nicht immer kommen, aber kommt zu uns, wenn es euch gut geht und nicht nur, wenn es euch schlecht geht. Das ist das Problem der Kirchen, um das zu vermitteln, dass wir immer sehr dankbar sind.